Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich will mich ja nicht allzu lange aufhalten am Podium. Das sind ja nun meistens auch Themen, die nicht für allzu großes Interesse sorgen. Aber sehr geehrte Frau Kollegin Schwenke, ich fand das ja schon irgendwie lustig, als ich die Tagesordnung gesehen habe und dass Ihre Fraktion dann tatsächlich diese Aussprache beantragt hat, weil wir waren ja zusammen, ich glaube vor 14 Tagen ist das gewesen, bei der Veranstaltung des VDV und dann war es ja die Geschäftsführerin der kommunalen Verkehrsgesellschaft aus dem Landkreis Rostock, der Rebus, ich glaube Frau Zabel heißt sie, früher hieß sie Frau Stephan, die dann massiv sich darüber beklagte, dass es doch hier auf Landesebene die entsprechenden Planungen noch nicht gäbe und deswegen könnten ja die Nahverkehrspläne in den Landkreisen nicht fertiggestellt werden, die darauf abgestimmt werden müssten und weil die wiederum nicht da wären, könnten die entsprechenden Konzessionen nicht erteilt werden. Und doch, so hat sie es gesagt. Doch, ich war auch dabei, Frau Schwenke. Und der Witz an der Sache ist, da muss man sich nur mal erkundigen, in den meisten Regionen dieses Landes sind von den Verkehrsunternehmen die entsprechenden Fahrkonzessionen für die Strecken nicht nur beantragt, sondern die sind auch schon erteilt worden. Und in den übrigen Regionen sind sie schon beantragt worden, und zwar auf der Grundlage der bestehenden Nahverkehrspläne. Das ist nämlich völlig normal, weil das ist der Ist-Bestand, auf dem gearbeitet wird. Und solange diese Nahverkehrspläne in den Regionen vorhanden sind, sind sie auch Grundlage der entsprechenden Bescheidung. Aber wie gesagt, das stört ja nicht. Man kann ja dann trotzdem entsprechende Aussprachen beantragen. Ich hätte eigentlich sogar mit dem Antrag gerechnet. Und als ich dann die Ausführungen hier nochmal gehört habe, ich will jetzt gar nicht wieder auf das Gutachten eingehen, das der Kollege Jäger eben nochmal eingeführt hat. Dazu habe ich, glaube ich, gestern schon genug gesagt. Aber dann finde ich es natürlich schon irgendwie bemerkenswert, dass dann ein großer Rundumschlag gemacht wird, in dem alles zusammengeschmissen wird, was irgendwie auch nur zusammenpassen könnte und vielleicht auch nur deswegen, weil es Räder hat und entweder auf Schienen oder auf Straßen fährt, das spielt dann keine Rolle. Dann will ich, natürlich geht es um viel Geld, aber lieber Herr Kollege Jäger, es geht erstmal, und darüber muss man sich dann auch mit beschäftigen, es geht erstmal um die rechtlichen Grundlagen, auf denen dieses Geld verteilt wird. Und die rechtliche Grundlage zum Beispiel für den Nahverkehrsplan ist das derzeit geltende ÖPNV-Gesetz. Und bevor wir überhaupt darüber reden, ob jetzt irgendwo durch das Land Landkreisgrenzen überschreitende, ob irgendwo in diesem Land Landkreisgrenzen überschreitende ÖPNV-Verkehre bestellt werden, müsste erstmal im ÖPNV-Gesetz eine entsprechende Aufgabenträgerschaft geregelt werden. Da kommen ganz andere Fragen darauf. Das geht bis hin zu beihilferechtlichen Fragen, wer irgendwie was machen kann. Weil bisher ist mir nicht bekannt, dass tatsächlich das Land zum Beispiel ein eigenes Busunternehmen hat. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, deswegen finde ich das ja auch so bemerkenswert, dass man nicht die Diskussion abwartet, die tatsächlich geführt wird und wo es ja auch eine Vielzahl von Anmerkungen gibt, die in entsprechenden Planungen einfließen sollen auf Landesebene, dass man diese Diskussion nicht zu Ende führt, um dann in der nächsten Wahlperiode zum Beispiel über die Novellierung des ÖPNV-Gesetzes zu diskutieren, anstatt jetzt dieses Thema auf die Tagesordnung zu bringen, einmal noch kurz vor den Wahlen das rauszuholen, dann ist Sommerpause und dann sehen wir uns alle am 4. September wieder in diesem Zusammenhang. Dankeschön. Danke, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Frau Schwenke? Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Dann schließe ich die Aussprache und der Tagesordnungspunkt.